Und willkommen zurück zu Elden Ring. So, ich habe wieder ein paar Kommentare von euch gelesen und auch ein paar Dinge besser verstanden. Und zwar bin ich jetzt hier wieder in der Schattenburg oder im Schattenbergfried, besser gesagt. Ich habe mich hier tatsächlich nochmal ein bisschen umgesehen. Ich habe nochmal eigentlich alle Gegner geklärt, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Runen. So 200.000 etwa waren das. Hat auch nicht so lange gedauert. Irgendwie so 25 Minuten habe ich jetzt hier so gesessen. Und habe mich jetzt einfach nochmal hier umgesehen, ob ich irgendeinen Weg verpasst habe. Ich sehe wirklich gar keinen. Außer den, den Zero mir das reingeschrieben hat. Den habe ich jetzt hier Gott sei Dank gefunden. Ich habe mich hier wirklich... Also ich bin hier ein paar Mal rumgelaufen und habe mir gedacht, was kann der Junge meinen? Aber hier unten, da war ich noch nicht. Sehe ich auch jetzt erst, dass es... Also ich hätte, glaube ich, wenn ich hier schon mal rumgeguckt hätte, hätte ich, glaube ich, erst gedacht, da unten waren wir schon mal. Das ist der Weg wie da vorne. Aber der ist ja viel höher. Also da gehen wir gleich runter. Aber um ein paar andere Sachen drauf einzugehen. So, und dann gab es ja diese Lücke, wo ich einmal festgesteckt habe. Dadurch, dass ich halt festgesteckt habe, habe ich mir diese nicht weiter angeguckt. Aber ich wollte da ja auch schon mal durch. Und das meinte Dave auch noch, dass ich mir die Gasse nochmal anschauen sollte. Und ja, da geht's noch weiter. Ich bin da jetzt einmal durchgesprungen. Habe gesehen, okay, das läuft hinter dem Bücherregal. Alles klar. Bin aber nicht weitergegangen. Also keine Sorge, so richtig gucken wir uns das natürlich zusammen an. Wollte es nur kurz einmal checken. Hab mich dann hier durchgekämpft, sonst nichts gefunden, außer das jetzt hier. Das machen wir gleich. Und noch ein paar Dinge. Dave hat mir auch reingeschrieben, dass ich noch ein paar Töpfe mit diesen Klangperlen vergessen habe oder verpasst habe. Die sind wohl recht gut versteckt. Wir hatten ja hier drunter einen Topf abgeschnitten und der hat mir jetzt ein paar Positionen genannt, an denen ich mal gucken möchte. Das möchte ich heute jetzt noch nicht machen. Das machen wir ein anderes Mal. Ich möchte gerne heute mit ein paar NPCs reden, die jetzt hier noch so ein bisschen rumhängen. Zumindest die, die wir noch haben. Da Zero glaubt auch, dass ich die meisten oder dass ich schon zumindest Teil der NPC-Quest vielleicht schon versaut habe. Dadurch, dass ich hier bei Mesmer schon drin war. Schauen wir mal, wie das damit läuft. Und dann müssen wir noch in die Katakomben zurück, aber das, vielleicht mache ich das auch nicht heute, mal gucken. Und dann möchte ich ja noch hier runter, also ich habe hier und da möchte ich auch noch hin. Wir haben viel zu tun, wir fangen jetzt erstmal hier an. Vielleicht geht das hier auch gar nicht so weit und dann hat sich das hier schon erledigt. Vielleicht ist das wirklich nur dieses Item. Undurchdringliche Dornen. Sind das die Dornen? Nee, das sind Todeswurzeln. Ich wollte schon sagen, sind das die Dornen, die den Eingang zum Erdenbaum versperren. Aber das ist ja, da sind auch Dornen drüber, aber da sind vor allem, das ist ja die Rune von Radagon. Aber egal. Zauberei derer, die die Praxis der Anrufung aufgegeben haben, nachdem ihr frommer Glaube sie nur mit Verzweiflung belohnt hat. Beschwört die undurchdringlichen Dornen des Skardu-Baums aus dem Boden. Diese Zauberei kann wiederholt gewirkt werden. Das Bild des missgestalteten Skardu-Baums ist ein Edikt. Verurteilt ihre Methoden, fügt ihnen Schaden zu, denn sie haben uns verlassen. Okay, das sieht für mich aber nach Todeswurzeln aus. So dornmäßig und schwarz. Wie sehen Todeswurzeln aus? Sehen die nicht so aus? Die sehen auch ein bisschen so aus wie die roten Dinger, die man beschwören kann. Was ist eine Zauberei? Und das sind die Dornen des Skardu-Baums. Aber ist der Skardu-Baum... Hat er irgendwas mit dem Tod zu tun? Also ein bisschen wie bei Godwin oder so? Ah. Das Bild des missgestalteten Skardu-Baums ist ein Edikt. Beurteilt ihre Methoden. Fügt ihnen Schaden zu, denn sie haben uns verlassen. Ah ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Kann ich noch nicht so richtig viel reinterpretieren. Aber ich glaube, das sieht schon so aus, als wäre es alles gewesen. Da kann man bestimmt da hinten jetzt runterspringen, oder wie? Weil dann porte ich mich. Und dann können wir vielleicht auch erstmal ein Level machen oder zwei. Das zweite Level spare ich mir noch ein bisschen zusammen. Jetzt nicht Lust nochmal. Okay, warte mal. Dann mache ich das Zeichen schon mal weg. Dann hat sich das jetzt schon erledigt. Ich hatte jetzt schon damit gerechnet, dass es da noch ein bisschen wieder reingeht. Und vielleicht in die nächsten Etagen, die mir noch fehlen. Aber dann wird es wahrscheinlich hier in die nächsten Etagen gehen. Ich hoffe mal, ich sterbe jetzt nicht. Weil wenn dem so ist, dann weiß ich nicht, ob ich das zählen möchte. Es ist so easy, ne? Das ist unfassbar, wie ich das geschafft habe, da stecken zu bleiben. So, aber ich stand bisher nur hier, hab nur das Bücherregal da vorne gesehen. Oder ist es... Doch, das ist es. Und mehr habe ich nicht gemacht. Also ich mache hier nichts Großes ohne Aufnahme.
Guten Tag. Ja, man kriegt ungefähr 200.000 Runen, aber ich bin nicht einmal gestorben. Ich habe dabei auch die Aufnahme laufen gehabt. Nur falls ich sterbe, dass ich euch das reinkarten kann. Blitzdrachen-Talisman plus 3, das ist nice. Jetzt haben wir den auch. Talisman mit dem Abbild, ja bla bla. Okay, das ist aber nichts Neues. Aber war es das jetzt hier auch? Moment. Ist man da oben mal gewesen? Oder ist es der Bereich, wo ich noch nicht hin konnte? Weil wenn man da oben schon mal war, da hätte ich auch hier reinspringen können. Aber das kann nicht. Das hätte ich gesehen. Weil man kann hier hoch. Wird mir wahrscheinlich nichts bringen, ne? Aber das ist doch das... Das ist doch da, wo der Typ rüberschmeißt. Doch klar. Da hätte ich ja einfach von da aus runterspringen können. Wieso habe ich das denn nie gesehen? Und selbst jetzt, wo ich nochmal ohne euch, so mit voller Konzentration, durch den ganzen Kram hier gelaufen bin, ich gucke da halt rüber, aber ich gucke hier nicht runter. Ich fasse es nicht. Okay, ich bin jetzt maßlos von mir enttäuscht, dass ich das nicht gesehen habe. Weil hier hätte man easy runterspringen können. Einfach hier auf das Teil und fertig. Also das ist eine Möglichkeit, aber man hätte auch einfach runterspringen können. Okay, nächstes Ding abgeschlossen. Da weiß ich noch nicht. Vielleicht habe ich das versaut mit Freya und Ladder. Nee, Ladder nicht. Ladder ist hier. Freya und Ansbach. Ansbach war das. Also hier kann ich mir auf jeden Fall die Namen besser merken als noch als ich das erste Mal Elden Ring gezockt habe als Blind Let's Play. Aber hier Ladder ist noch. Ladder ist auch noch da. Und der Horn hier rollt. Oh shit. Though Mikela spell, I must profess, the spell mattered little. Uphold his covenant, Mikela shall, and in godhood redeem our rueful clan. Then Marika and vilest Erdtree both will at last be from divinity wrenched. And surely, I... contented, I will be. Kann das doch mal wiederholen? But first, clear resounds the Impaler. Mesmer, in vengeance for the flames. How could I allow myself? Revenge alone assures me peace of mind. Okay. Also der hat auf jeden Fall was gegen Marika und gegen Mesmer. Wahrscheinlich, weil die halt seine Welt zerstört haben. Und Ladder, was sagst du? Oh, hello. Did you feel it? Mikela the Kind's enchantment appears to have broken. But while my devotion to kindly Mikela remains unchanged, by my troth, I am not so sure about the others. No, wait. Perhaps this is a blessing in disguise. I can wield my sword to cull the undeserving, those unfit to bask in tender Mikula's presence. I should have thought of this earlier. Okay. Right. It's time to begin ferreting out those of us who don't deserve to be at kindly Mikula's side. Tulliev vorschlagen, den Hornherold vorschlagen. Aber ich habe leider den ersten Text nicht so ganz jetzt lesen können, beziehungsweise verstehen können. Brauche immer ein bisschen länger, um das alles mit Verstand zu lesen. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich gegen Mikela gerade ausgesprochen hat. Ich habe das jetzt nur verstanden, auf jeden Fall gegen Mesmer und gegen Marika. Aber dass den Part mit Mikela, den habe ich, weiß ich nicht, zu unbedacht gelesen. Ich weiß, dass er ihn erwähnt hat, aber müsste ich in der Aufnahme nochmal nachgucken. Und Thiolier? Ich weiß schon gar nicht mehr, was der überhaupt gesagt hat, ehrlich gesagt. Also ich weiß, wer er gemeint ist. Zu dem will ich nämlich auch noch, aber keinen Vorschlag machen mache ich erstmal, weil wir können das ja immer noch. Weil dann kann ich mir das erst noch in Ruhe anhören, nochmal im Cut, was der gesagt hat. Aber ich weiß nicht, also es hört sich so an, als würde Ladder jetzt Jagd auf jene machen, die halt nicht an Mikela glauben. Also das sagt die ja auch so. Aber jetzt könnte ich sozusagen vorschlagen, geh mal dahin und töte den oder wie? Damit würde ich doch Quests abbrechen. So verstehe ich das zumindest. Aber ich meine, die Quests werde ich beim ersten Blind Playthrough sowieso nicht machen. Das werden wir beim zweiten Mal dann vielleicht mal machen. Oh. Weil ich... Are you not affected? Even with the spell broken?
I'm feeling rather lost. Haunted by memories of St. Trina. Her visage. Her Senna. The lure of velvety sleep. Would kindly Mikkola chasten me for falling for St. Trina, while knowing that she was the discarded half? The problem is, I simply cannot help it. I would sacrifice everything just to gaze upon her one last time. Sagen, wo St. Trina ist. Das können wir wohl machen. Können wir nochmal kaufen? Nichts Wichtiges. Aber das können wir wohl machen. Ich denke, das ist auch okay. Are you certain of this? Is this all a plot to make a mockery of me? Nee. Oh heavens, what am I saying? Forgive me. Wohl, wir schicken ihn gerade in den Tod, ne? I will make the journey to the southern coast, as you say. To venture into the depths of the fissure. Das Ding ist, wir sind da ja auch gestorben, aber wir bestehen halt immer wieder auf. Ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht. Aber wenn er am Nektar trinkt, dann ist er tot. Naja, ist seine Entscheidung. Ich würde ihn ja gerne sagen, trink nicht vom Nektar. Also kannst ruhig da hingehen, aber mach mal jetzt kein Schmu. So, haben wir noch einen NPC? Ich glaube nicht, ne? Die anderen... Wer ist das da? Achso, das ist die... aber ja, Ansbach und Freya waren eigentlich noch die anderen, aber die sind beide weg. Ja gut, dann porten wir uns mal dahin zu St. Trina. Da habe ich die Quest ja auch ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich sagen. Habe ich jetzt auch erst wieder drüber nachgedacht, vor 2 Folgen, glaube ich, als wir im Sumpf waren, dass ich hier gerne nochmal hin wollte. Und dieses Item einsetzen wollte. Ah. Oh, St. Trina. What velvety ambrosia is this? Your poison and the sweet sleep that follows. Oh, please, let me hear your voice. Oh. Hello. Thank you. It was all just as you said. To think, without your guidance, I wouldn't have seen St. Trina again. I'm drifting off in the sea of her poison. Soon, I will hear her voice. Let me be. I won't be long. Oh, I almost forgot. You mustn't follow my example. St. Trina's poison would plunge you into an eternal slumber. It must be me. And only me. Hm. Also er warnt uns eigentlich. Aber wir hatten mal das hier. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein Questgegenstand. Baut langsam Schlaf auf und stellt schrittweise FP wieder her. Zweig, der mit einer seidigen purpurnen Anrufung gesägt wurde. Sticht man sich selbst damit, wird sanft Schlaf aufgebaut. Währenddessen werden die FP schrittweise wiederhergestellt. Wenn dieser Schlaf die Grenzwerte erreicht, die eigene vorübergehende Vernebelung verursachen, entsteht kein FP-Verlust. Mitten in der Schläfrigkeit existiert der Wille zu erwachen. Gefühle, die aus der Tiefe des Herzens aufsteigen. Alter, keine Ahnung. Ich will zumindest mal einsetzen. Wenn ich sterbe, ist das halt so. Dann zählt das auch als Tod. Oh ja, es baut langsam Schlaf auf. Okay, deswegen, währenddessen werden FP regeneriert. Das ist eigentlich schon ein ganz cooles Item, ne? Ja, vielleicht doch kein Quest-Item. Nektar quicken. I am gone, so that I may hear St. Trina's lost voice. Let me be. Hm. Ich würde Ihnen das gerne geben. Das Item, was wir jetzt haben. Aber Zero meinte ja zum Beispiel, ich müsste das, was sie da macht. Also dieses, also er hat es nicht so gesagt, aber ich habe es so verstanden. Ich müsste es so machen wie bei Runny. Und das Einzige, was ich bei Runny weiß, was ich damals einen Fehler gemacht habe, ist nicht oft genug mit der Runny-Puppe zu sprechen. Also nicht hartnäckig genug zu sein. Ich weiß nicht, ob man... Oh, der Schlaf wird weiter aufgebaut. Ich bin auch direkt wieder aufgewacht. Aber also ich kann mich nur daran erinnern... halt, dass ich das einfach hartnäckig machen soll und ich weiß nicht, ob ich jetzt hartnäckig dranbleiben soll, immer dieses Nektar zu erquicken. Wir können es ja irgendwie mal so 2-3 Mal machen und dann lasse ich's. Keine Ahnung.
Also wenn bis dahin dann nichts passiert, dann würde ich es einfach lassen, aber vielleicht passiert jetzt auch schon was, weil Tiolir hier ist. Nee. Okay. Aber ich nehme die Tode mit, weil das sind... Ich weiß ja nicht, ob das so gewollt ist. Na, also ich werde auf jeden Fall den Death Counter hier hochzählen. Ich werde es aber trotzdem nochmal machen. Ansonsten, ja, keine Ahnung, ich stehe ich vielleicht dazu den Tipp noch nicht so ganz. Zumindest ist mir auch in der Zwischenzeit jetzt nichts drüber mehr eingefallen, über die Runny Questline. Und ich kenne die eigentlich auswendig. So kompliziert ist die nicht. Oder muss ein Item herbringen. Aber das würde die ja dann, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht brauchen wir ein Schlüssel-Item. Obwohl, nee, Dave hatte mir auch reingeschrieben, oder die beiden hatten mir reingeschrieben, dass ich das jetzt schon machen kann. Weiß nicht mehr, wer von euch beiden war. Aber es wurde mir auf jeden Fall gesagt, dass ich es schon machen kann. Oder dass ich überhaupt hier irgendwas schon machen kann. Aber vielleicht war das mit Tiolir gemeint. Weil den hätte ich ja schon die ganze Zeit hier hinholen können. Obwohl Dave meinte, glaube ich, ich kann schon hier einiges machen. Aber es funktioniert anscheinend nicht. Also hier ändert sich, glaube ich, nichts. Last try, würde ich sagen. Weil irgendwie fühlt sich das nach nichts an. Habe ich überhaupt Death Counter hochgestellt? Ich bestimmt. Werde ich wohl dran denken. Ja, ich keine Ahnung, ist jetzt letzter Try. Also wenn jetzt noch nichts passiert ist, dann lasse ich's. Nee. Ich laufe da jetzt nochmal hin, aber das scheint es nicht zu sein. Also nicht sich einfach die ganze töten lassen. Ich denke, ich brauche irgendwas. Oh. Mikkel, stop. Don't hurt the poor thing into a god. What the fuck ist jetzt funktioniert? Alter, hab ich ein Schwein, dass ich das jetzt... Also ich wäre jetzt weggegangen. Hätte es jetzt nur einen mehr gebraucht. Ich hätte es einfach nicht geschafft. Interessant, was sie jetzt gesagt hat. Wie cool. Ist Mikkela jetzt doch der Endboss? Hey. Also ich muss echt einfach nur hartnäckig bleiben. Dann passt das. Please, leave me alone. Dann Trinas Worte weitergeben. Boah, aber dann ist Leather ist ja auf der Seite von Mikkela. Also ich glaube St. Trina gerade mehr, als ich den Worten von anderen glaube. Weil für mich ergibt das nämlich auch ein bisschen Sinn. Mikkela ist... Also hat Moke einerseits benutzt, um in das Reich der Schatten zu kommen. Sein Ziel ist anscheinend, ein Gott zu werden. Und hat ja dann St. Trina abgeschüttelt, weil St. Trina vielleicht das Gute irgendwie in ihm ist. Das wirkt zumindest jetzt gerade so. Und diese Seite hat er abgeschüttelt, abgegeben, um nicht mehr von ihr aufgehalten zu werden vielleicht. So könnte ich es mir zumindest jetzt erklären. Und deswegen sagt jetzt St. Trina, wir müssen ihn aufhalten, bevor er ein Gott wird. Das heißt aber, Leather ist auch ein Feind. Aber wieso ist Mikkelas Zauber aufgebrochen worden? Was ist mit ihm passiert? Was hat er gemacht? Ich habe ja vermutet, Mikkela wird der Gute sein und er kämpft gegen Mesmer. Und wir begegnen vielleicht die beiden auch zusammen in einem Raum so. Und sehen, dass Mikkela ja besiegt wurde oder sowas. Von Mesmer. Das war meine Vermutung erst, aber das scheint ja nicht zu stimmen. Es ist super interessant. Ich liebe die Story. Okay, erstmal, wir sagen Tiolir auf jeden Fall Bescheid. St. Trinas Worte weitergeben. Ich danke dir, nicht zu lügen zu mir. Ich bin der Chosen, nicht du. Nur ich kann auf in der See von St. Trina. Why would you hear her voice when I cannot? If you should utter these cruel untruths to me again, I won't be held responsible for my actions. Hallo? Kannst du mir bitte glauben? Please. Enough. I cannot believe your cheek.
Ja, dann kämpf doch gegen mich. And I will stand for it no longer. Okay, er wird mir nicht verzeihen, aber ist er jetzt als Invade hier? Dann kurz einmal nochmal dran setzen. Und dann schauen, ob er als Invade da ist. Ich sollte meine Runen mal immer noch ausgeben. Ich habe immer noch nicht gemacht. Wow. Mir fehlen 800 ungefähr. Das machen wir mal eben. Nochmal zwei Level. Ich bin schon über Level 200, ne? Ja, ist echt krass. Sollte ich mal ein bisschen mehr auf Leben gehen? Weiß ja nicht. Nee, erstmal Geschick auf 500. Passt das? Noch ein bisschen stärker. Mehr Angriff. Version? Ja, geil. Nice. Oh, da hinter uns. Okay, nicht von da. Also nicht so ultra nice, aber ich dachte mir so, ja komm, dann kämpf doch gegen mich. Oh, hab schon besiegt. St. Trinas Lächeln. Oh. Es tut mir ja ein bisschen leid, aber er wollte mir ja nicht glauben. Und ich sag ihm die Wahrheit. Was soll das? Glaubt er dann immer noch... Also, kann er es nicht wahrhaben, dass Mikela böse ist? Weil das ist ja wahrscheinlich das, was ich ihm gesagt habe, oder? Dass wir Mikela aufhalten müssen. Es klingt schon so ein bisschen verräterisch. Hätte er mir das gesagt, ich hab, obwohl, hätte ich wahrscheinlich sogar geglaubt, aber er würde mir irgendein Random jetzt erstmal sagen, den ich nicht kenne, Mikela ist böse, würde ich vielleicht erst auch nicht Glauben schenken. So, was haben wir bekommen? Ein Objekt, keine Ahnung. Ein Talisman, oh. Ein Talisman, auf dem eine lächelnde St. Trine abgebildet ist. Eine Vision, die tief im Herzen eines gewissen Mannes besteht. Erhöht die Angriffskraft, wenn in der Nähe Schlaf ausgelöst wird. Nice. Nur ich darf davon wissen. Von unserem seidigen Schlaf, seiner süßen und zarten Umarmung. Bitte lächelt. Für mich und nur für mich allein. Sehr egoistisch. Aha. Aber ich frag mich, was das jetzt uns sagen soll, dass St. Trine auf diesem Bild lächelt. Okay. Crazy. Okay, interessant das alles. Warum kann ich mir... Achso, wahrscheinlich muss ich nochmal dran setzen. Wir gehen nochmal runter zu St. Trina. Jetzt ist Thiolia ja tot. Vielleicht sagt St. Trina auch noch was. Ich frage mich aber... Ich glaube, ich musste St. Thiolia trotzdem hierher holen. Und dann muss... Ah, hier liegt der. Musste ich vielleicht sterben. Oh. You. I was no good to anyone. Beginning to end. Weak as a kitten and thick as two planks. I suppose dying in disgrace is fitting, in a way. Tell me, please, assuming you spoke the truth back then. What did St. Trina tell you? Ja, habe ich doch, das habe ich Ihnen erzählt. Tell me. Please, assuming you spoke the truth. What did... okay. Kann nämlich immer noch am Nick der erquicken. Sie bewegt sich sogar so ein bisschen. Frag mich, wie groß ihr Körper ist. Oder ob sie überhaupt einen Körper richtig hat. Also man sieht halt nur den Kopf und so Arme. Aber, oder hängt der da oben irgendwie drüber? Das habe ich mich letztes Mal schon gefragt, aber ich erkenne es einfach nicht. Sieht schon super interessant aus. Das ganze Ding. Ja, Thiolia, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll mit dir. Habt ihr das eigentlich erzählt? Also hoffe ich mal, dass mein Charakter sagt eigentlich gar nichts, ne? Ich werde jetzt mich nochmal dran setzen und wieder zurückgehen. Und wenn da immer noch das gleiche ist, dann können wir gehen. Das ist, ich denke, dann passt es. Hat jetzt auch schon eine ganze Weile gedauert. Also nimmt schon viel Platz in der Folge gerade ein, ne? Ganze Kram hier. Nee, okay. Gut, dann hat sich das jetzt hier erstmal für mich erledigt. Das ganze Thema. Ich möchte jetzt nochmal zurück zu Leather. Heute ein bisschen NPCs quatschen. Vielleicht nicht das Spannendste für die meisten hier.
beim Zugucken. Verstehe ich vollkommen. Aber gehört halt auch mal dazu. Gibt es auch erstmal so einen kleinen Lag. So, Ladder, ich habe Neuigkeiten für dich. Ja, nur Tio, die ihr vorschlagen, die Horn hier rollt. Da gar keinen vor. Merkela ist böse. Das ist die Wahrheit. Kann ich aber auch nicht sagen. Okay. Kann es leider niemanden sagen. Außer Tiolia halt. Aber gut, dann hat sich das jetzt erstmal erledigt. So, dann gehen wir jetzt als nächstes einmal zu diesem Wasserbecken, was ich die ganze Zeit verpasst habe. Und dann gehen wir da runter und hoffen, dass da noch ein Eingang ist in das andere Gebiet. Was super cool wäre. Weil dann habe ich das aber auch schon eine Ewigkeit nicht. Also, zwei Dinge, die ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Unwissentlich. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich da unten hin kann in das Gebiet, dass das vielleicht doch nicht so schwer wird. Aber na, mal gucken. So, wer seid ihr denn? Waren wir hier denn schon? Ich glaube selbst das nicht, ne? So, ich habe mir übrigens mal die Todesritterrüstung zwischen den Folgen mal angeguckt. Ob das mal vielleicht für die Abwechslung mal was wäre. Aber nicht so richtig. Also da gefällt mir diese Rüstung doch noch besser. Und auch mal das Schwert der Dunkelheit habe ich mir dann auch mal angeguckt. Aber da fehlt mir halt ein zweites Schwert. Also ich bräuchte ein Schwert des Lichts in der zweiten Hand und ich fände es cool. Aber ich habe weder Bock auf ein Schild und beim zweiten Schwert habe ich mir gedacht, vielleicht könnte man hier sind überall Bären. Nee, du nicht, der. Kleiner Bärenwald. Den noch mal einen großen. So, da unten waren wir, ne? Genau, das ist das Gebiet. Da. Oh, nochmal so ein roter. Ist das denn auch nochmal ein Boss? Vielleicht, ne? Der andere war ja ein Boss. Ich werde mich mal buffen. Ich habe auch zwei Mana-Tränke für die ganzen Buffs dabei. Damit ich mich so viel buffen kann. Aber das war hilfreich für Mitra. So, und den auch noch rein und dann hier nochmal draufsteigen und dann nochmal Mana-Trank. Und dann sind die ersten Buffs auch schon abgelaufen. Toll. Wollte gerade wieder sagen, kein Boss, aber Ralf war der große Bär. Wie ist denn der andere? Ist er nicht auch so? Irgendwie auch so ähnlich, würde ich sagen. Der scheint stark zu sein. Aua. Mein Gott. Manchmal sind die Angriffe auch so richtig ruckartig. Ah, kann er nicht mal ein bisschen näher rankommen? Ja. So, schön am Poppes. Das ist die Schwachstelle vom Bären. Also, falls ihr einem Bären im Wald begegnet, immer am Poppes. Okay, zumindest mal gebrochen. Ich häng in seinem Magen, er hat mich aufgefressen, aber egal, dann bleiben wir halt hier. Schneide ich ihn von innen auf. Boah, er brüllt. Das konnte der andere auch. Und jetzt nochmal den hier. Dann ist er weg. Okay, anfangs ein bisschen Probleme. Und dann ging's. 180.000 Runen. Oh, Ralvas Pelz. Das sieht cool aus. So, aber jetzt auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen umgucken. Ich war jetzt bisher nur so ganz grob unterwegs. Den Ralvas Pelz gucken wir uns gleich an, wenn wir hier durch sind. Bin ich mehr so in Ruhestimmung wieder. Ist das da? Oh, nee, okay, war nur noch nicht so richtig geladen. Aber das sah so nach was Besonderem aus. Oder ist da was? Doch noch so aus, als wäre da was.
Die Sonnenblumen aber da hinten. Was ist das da? Ach, das ist ein Vogel. Oh, Leute. So hell, bist du denn so hell, Junge? Piss dich. War ein hübscher. Gibt es irgendwie neue Vögel? Oder gab es die schon immer? Ich habe da nie so richtig drauf geachtet, ne? Gut. Aber jetzt kann ich endlich wieder mit Torrent rumreiten. Das ist auch schon mal ein schönes Gefühl. Um mal zu erkunden und da mit Torrent hier so ein bisschen was abzugrasen. Ist das da? Nichts, okay. Ich erkenne immer Dinge und dann sind da keine. So, M kurz einmal hier oben gucken. Ich glaube, da oben waren wir halt schon. Deswegen wundert mich das eigentlich, dass ich das hier übersehen hatte, aber gut. So, und dann nochmal auf der anderen Seite. Checken. Hier liegt noch was. Eine Rüstung. What the fuck? Okay, die kann man schnell übersehen. Hier ist eine Statue von Marika auch. Lederhelm. Hochlandkleidung. Leder am Wickel. Cool. Hochlandkleidung. Traditionelle Kleidung von Hochlandkriegern aus gewobenem Stoff, der mit einem blau gemusterten Tuch verziert ist. Die Hochlandkrieger sind als Bärenjäger bekannt. Im Kampf gegen wilde Tiere erlangen sie Ehre und Respekt. Okay. Hier ist was anderes. Die Hochlandkrieger sind als Bärenjäger bekannt. Für sie gibt es keine glorreichere Tat als die Unterwerfung eines wilden Tiers. Da hat es jemand anscheinend gemacht mit Ralvas Pelz. Der Pelz von Ralva, dem großen Rotbären, der ohne Veränderung auf dem Kopf getragen wird. Verbessert Anrufungen, die scherzhafte Bärenkommunion genannt werden. Aber wirklich dann die Bärenkommunionsanrufungen wahrscheinlich. Dieser unbehandelte Pilz, der am Ende eines blutigen Kampfes gewonnen wurde, machte aus einer wilden Bären einen Krieger. Aus einem wilden Bären einen Krieger. Das hat mich schon mal irgendwo anders drin stehen. Wahrscheinlich, als wir das von dem... Also vielleicht in den Tatzen. Könnte wohl sein. Kann ich jetzt hier nicht ausrüsten. Okay. Sehr nice. Neue Rüstung. Sieht jetzt nicht so aus wie eine Rüstung, die ich anziehen würde. Aber auch nicht hässlich. Also könnte was sein. So, das ist unser nächstes Ziel. Also ich werde bestimmt die Folge jetzt auch noch ein bisschen länger machen. Dadurch, dass jetzt die erste Hälfte so ziemlich aus Story-Gequatsche bestand. Ist mir das dann doch ganz lieb. Also ich habe eine Rüstung bekommen, ich habe einen Helm bekommen, ich habe einen Boss gehabt. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt noch ein Dungeon und das ging hier, dieses Gebiet ist ja mal top-notch. Aber es passt schon. Also ich würde jetzt auch grob sagen, ich habe hier alles, aber ganz ehrlich, die Rüstung hätte ich jetzt auch schon wieder fast übersehen. Es passiert mir hier ziemlich häufig, dass ich irgendwie über was stolper und denke so, wow, okay, das war lucky, dass ich das gesehen habe. Deswegen laufe ich wahrscheinlich auch in jeder Folge an 10 Sachen vorbei. Ah ja, noch eine andere Sache, da hatte mir Dave reingeschrieben, ich sollte mir die Dinger da im Wald unten, die mich one-hitten da, nochmal genauer anschauen. Da habe ich mir Gedanken gemacht und das Einzige, was mir so in den Sinn kommt, ist, vielleicht könnte man einen Schlaftopf drauf werfen oder so. Aber, ja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, ob das geht. Ich habe eher das Gefühl, dann würde ich mir auf mich aufmerksam machen. Also, ich wüsste jetzt noch nicht so richtig, was ich da tun soll. Aber ich behalte mir jetzt mal im Hinterkopf, vielleicht fällt mir ja noch was anderes ein, was man da tun könnte. Ruinen von Mord. Ich sollte vielleicht noch mal ganz kurz an Side of Grace, um wieder alle Sachen aufzufüllen. Oh, hier ist doch eins. Hier. Ja. So, und dann werde ich mich jetzt hier erstmal noch mal umgucken müssen. Ich denke, ich cutte das einfach wieder raus. Weil das wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger dauert, weil ich habe hier damals ja schon... Obwohl, da habe ich nur grob drüber geguckt, denke ich. Wenn ich den Weg nicht gefunden habe. Obwohl, es geht doch wahrscheinlich einfach da runter. Aber nee, das ging da nicht runter. Das war zu tief. Ich habe da doch extra so ein Ding runtergeworfen. Oder nicht? Ich habe hier doch extra so einen Regenbogenstein runtergeworfen und der ging kaputt. Das ist ewig tief. Also direkt unter mir vielleicht. Aber das sieht nicht so aus, als könnte man da hin. Das würde... Also From Software weiß ich, wie die Level design. Und das wäre nicht so designt. Weil wenn man da runter kann,
Dann designt man es dann doch etwas eindeutiger. Ja, keine Ahnung. Ich guck mich mal im Tier um. Oh, hier. Ist was. Hier geht's runter. Okay, ich habe einen Weg gefunden. Da ist aber auch noch ein Item. Wenn ich hier runter droppe, kriege ich das noch. Dahin gehe ich schon. Nice, okay. Ja, ich habe einmal so eine Runde gemacht. Ich denke, ich hole das wieder vor. Ja, ob das jetzt so ansehnlich ist im Vorspulen. Oder ist es... Nee, das ist schon... Nee, hier ist schon was anderes. Ich hatte kurz gedacht, das ist wieder der Raum, wo wir angefangen sind. Aber kann ja gar nicht. Hier sind ja Items. Nice. Okay. Ich habe einen Weg gefunden. Ja, okay. Der ist aber auch gar nicht mal so leicht gewesen, muss ich sagen. Also das kann man hier in den Ruinen... Ups, Licht an. In den Ruinen auch mal übersehen. Aber ja, ich sollte aufmerksamer sein. Und mir das genauer anschauen. Da geht's jetzt hin und da geht's jetzt hin. Moment. Ah, da wird es dann wahrscheinlich da wirklich rausgehen. Dann geht es tatsächlich dahin. Sehr schön. Hier kommen wir dann zu dem Tempel. Aber der führt halt auch in die Richtung, ne? So, war jetzt hier noch irgendwo ein Item? Jetzt gerade gar nicht. Gott, ist das tief. Holy shit. Okay, aber wir haben zwei Dinger. Wenn ich hier runtergehe, komme ich nicht wieder zurück. Okay, dann möchte ich doch vielleicht... Oh, da komme ich jetzt auch nicht mehr hoch, wa? Ich kann auch mit Torrent. Ah, das schaffen wir noch. Dann reite ich doch eben kurz... Einmal kurz zur anderen Richtung. Weil hier komme ich noch bisher zurück. Hier ist nur ein Item. Okay. Goldenes Horn. Dann geht es vielleicht doch nur in den Tempel. Ich hoffe sehr, dass es dann rechts hingeht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir die Schattenburg... dafür erst abschließen müssen, um dahin zu kommen. Oh, Tag. So einer. Von euch habe ich eigentlich jetzt mittlerweile genug. Aber interessant, dass sie hier sind. Dann wirkt das ja schon fast eher wie ein Weg in den Sumpf, aber man kann kaum vorstellen, dass es noch einen Weg gibt. Wenn ich da runter gehe, gibt's, da ist auch noch eine Höhle. Oh, wie cool das ist. Oh, hier ist nur eine Schatztruhe drin. Nur schon offen. Goldene Bögen. Nice. Zauberei der Inquisitoren des Turms, die als Anrufung der Spirale gewirkt wird. Ein Schwung mit dem Arm setzt eine Reihe goldener Lichtbögen frei. Durch Aufladen verstärkt die Wirkung. Die Bögen ähneln Stacheln, einem bekannten Symbol für Zwangsverhörte. Zwangsverhöre. Ich habe schon wieder falsch gelesen. Ich sag immer Verhörte. Ich weiß nicht, wo das Tee herkommt. Sagt ihr es mir. Gut, das ist wieder so eine Mikkele-Anrufung, oder? Warte mal, ich will hier nicht gucken. Ich will hier gucken. Wir haben hier einfach nochmal... Ja, genau, richtig. Davon hatten wir nämlich schon mal diesen hier. Und das sind die ganz kleinen, die die immer einsetzen. Und da hatten wir nämlich den anderen Text, der genauso war. Wo ich mich letztes Mal verlesen hatte. Okay, und jetzt geht's da noch runter. Aber da ist eine Höhle. Hätte da drauf gehen sollen. Schattensonnenblume. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts verpasst. Okay, und jetzt haben wir hier vielleicht noch einen Dungeon. Dann würde ich den vielleicht auch noch machen. Da komm, ich glaube, da oben ist jetzt auch nichts mehr gewesen. Nee. Oh, es geht hier doch raus. Da ist der Brunnen. Den ich auch von oben schon mal gesehen habe. Geil. Okay, ist doch kein Dungeon. Es geht tatsächlich in das Gebiet. Mega nice. Okay, dann haben wir ein richtig großes Open-World-Gebiet, was wir noch vor uns haben. Und dann haben wir immer noch das grüne Gebiet vor uns. Und dann sollte ich stark genug sein, um Mesmer zu besiegen. Hoffe ich. Ich hoffe, dann haben wir so viele Skaldu-Scherben beisammen und
Vielleicht werde ich auch noch mal besser in dem Spiel. Wer weiß. Nach all den hunderten Stunden in dem Game. Ob da noch Potenzial besteht, besser zu werden. Weiß ich noch nicht. Das Bonnidorf. Okay. Das ist ein lustiger Name. Das Bonnidorf. Bonnie und Clyde hier unterwegs. Hat Bonnie noch eine andere Bedeutung? Ich kenne das irgendwie, glaube ich, nur daher. Aber oder so Bondage. Ob man das so jokehaft vielleicht in der Szene als Bonnie bezeichnet. Da haben wir doch bestimmt irgendjemanden, der drauf steht. No King-Shaming, Leute. So, okay. Wo sind wir hier? Was mache ich hier? Was ist das hier alles? Bonnidorf. Also, wir haben einen Kanal, der so ein bisschen die beiden Seiten trennt. Das finde ich immer super. Das erinnert mich direkt wieder an das Untotendorf in Dark Souls 3. Aber irgendwie sind die Dörfer alle immer so. Bisher aber noch kein Gegner. Ich weiß nicht, irgendwie sieht das aus wie so ein Hexendorf. Weiß nicht, warum ich daran denke. Aber hier sind auf jeden Fall einige Töpfe. Und wir haben richtiges Kackwetter. Und wir haben vielleicht fast wie in der Nacht, deswegen mache ich erstmal Tag. Mache ich erstmal hier ganz entspannt. Erstmal hier im Bonnidorf schlafen. Schulbewertung 3 von 10. Gab kein Bett. Okay. So, jetzt natürlich erstmal dunkler. Wegen der Morgensonne. Oder Mond, besser gesagt. Auch sehr, wieder sehr viele Töpfe hier am Rumhängen. Das hatten wir bisher nur. Vielleicht stellen die die her. Vielleicht stopfen die Dinger mit Leichen. Vielleicht ist das deren Arbeit. Oder es war deren Arbeit, bevor die so zu Schatten gestalten wurden. Wir hatten das ja bisher nur in den Höhlen, besser gesagt, dass da auch so viele Töpfe hingen. Da ging es ja auch. Generell geht das hier in den Schattenlanden richtig heftig mit diesen Töpfen umher. Also hier gibt es so viele von denen. Was ist das da für einer? Na nee. Oh Gott, ey, so viele Tage zum Anvisieren. Aber ich sollte die einfach in Ruhe lassen, ne? Aber die sollte man echt einfach nicht angreifen. Obwohl, die wehren sich dann trotzdem nochmal. So, wer bist du? Großer Herrscher. Herrschst du über das Bonnidorf, oder was? Da sag ich aber erstmal nein. Oh, der ist gut ausgewichen. Na, nix, großer Herrscher. Zieh dir erstmal eine Rüstung an, wenn du irgendwie überherrschen möchtest. Der Herrscher der Töpfe ist hier, Jabern vielleicht. Aua, Alter. Weil hier so ein bisschen AOE haben, ne? Aber die sind nur eingebracht worden, also diese ganzen Schattengestalten, um Leuten so eine Genugtuung zu geben, irgendwas zu töten. So. Das ist anscheinend der Kanal und die Brücke ist auch hinüber. Aber der Kanal ist sehr viel tiefer, als ich dachte. Oder? Nee, doch nicht. Ja, das geht noch. Ausgetrockneter Fluss hier so ein bisschen. So sieht das auf der Karte ja auch aus. Das passt doch schon mal. Fleischermesser aus Bonnie. Das hatte der Herrscher an. Lesen wir uns gleich mal durch. Vielleicht erfahren wir dann was über das Dorf. Boah. Der Typ. Aufhören bitte. Was droppt ihr eigentlich die ganze Zeit? Radarfrucht. Okay. So. Ein Fleischermesser. Waffe der großen Herrscher des Bonnidorfes. Das ist Plural. Das heißt, es gibt davon mehr. Mir kommt das Messer verdammt bekannt vor, muss ich sagen. Als hätten wir das schon. Aber irgendwie aus dem Mount Gelmir. Hier, wie heißt sie? Die invadet uns immer. Anastasia. Läuft die nicht mit sowas rum? Ein großes Metzgerbeil, mit dem aus menschlichen Körpern große Gefäße hergestellt werden. Tatsächlich. Moin, Leute. Das ist tatsächlich so, wie ich dachte. Okay, war ein Wild Guess, ne? Dann stellen die das hier. Also, der macht mit dem Hackerbeil, macht der Menschen. Zu den Dingern. Der Seite waren wir schon mal, oder? Nee. Achso, das ist ja auch nur die Kanalseite. Sorry, ich bin ein bisschen verpeilt.
Okay, so wie sonst auch immer. Stellt eine äußerst geringe Menge an LP wieder her, wenn sie einen Gegner trifft. Ich muss jetzt mal ganz kurz reingucken. Ja, obwohl hier oben ist es ja eigentlich schon fast sein, oder? Messer von unserer guten Anastasia. Wo ist denn das? Vielleicht ist das das hier als Eisenbeil. Ah, vielleicht war es auch das. Aber nee, guck mal. Heiliges Fleischermesser. Ein riesiges Filetiermesser, um menschliche Körper zu zerlegen. Die Waffe der Ogerin Anastasia. Ogerin? Was? Die verkleidet als Feierjungfer unzählige Effekte verschlungen hat. Ihr generiert bei jedem Treffer eine sehr kleine Trefferteil eurer LP. Es ist das. Wie ich schon sagte. Es ist genau das gleiche Schwert. Nur, dass es verschiedene Namen hat. In unserer Welt hieß es einfach ein riesiges Filetiermesser, um menschliche Körper zu zerlegen. Und hier ist es ein Fleischermesser aus Bonnie. Das heißt, also wir schließen daraus, Anastasia kommt aus Bonnie. Also, dann hat sie sich den Haus Vulkan irgendwie angeschlossen. Aber wie kommt sie denn hier weg? Für mich ist das so ein Ding, wir kommen hier wohl hin. Aber hier kommt man doch nicht mehr weg, oder? Aus dem Bonnie-Dorf. Kann man da hinten rüberspringen? Wahrscheinlich schon. Ich laufe erstmal in die andere Richtung. Sehr interessant. Ich kenne mich mit den Waffen aus. Ich kenne das Spiel. Habe ich schon mal gesehen und ich konnte es direkt zuordnen. So, was habt ihr denn hier für Kisten? Sind da menschliche Überreste drin? Jetzt springt er da oben drauf, der Junge. Junge, nicht hier spielen. Oder Kevin. Okay, so, da geht's auch natürlich hin. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Weg. Obwohl, da ist nicht viel wahrscheinlich. Na, aber egal, ich werde mir das trotzdem erstmal markieren. Wir werden da auf jeden Fall erst hingehen, bevor wir zur anderen Seite gehen, die Brücke. Aber ich möchte zumindest das Dorf erstmal abschließen. Also ich würde jetzt sagen, in dem Dorf gibt es bestimmt... Ja, ich dachte jetzt vielleicht ein... Das ist schon wieder so ein Herrscher. Ein Keller, aber das ist ja keine Ruine. War denn das vorher bei Dörfern? Ich kann mich ja nicht so richtig dran erinnern. Obwohl, wir hatten das Dorf der Albinaurix zum Beispiel in Leonia. Da gab es zumindest einen Boss. Also ich werde ganz gern hier vielleicht dann einen Boss stelle. Bisschen als Abschluss dieses Dorfes, aber... Naja. Keine Ahnung, ob es das geben wird. Ist es größer? Ja, scheint schon. Aber sind diese ganzen Schattengestalten vielleicht die Menschen, die in diese Fässer gesteckt werden? Sind das vielleicht nur Seelen? Das klingt für mich ziemlich plausibel. Also, dass wir hier überall nur diese Schattengestalten haben und deren fleischigen Überreste werden in diese Dinger gepackt. Aber es sieht ja auch so ein bisschen aus, als würden die hier arbeiten. Also, weiß ich noch nicht so richtig. Also für mich waren das ja erstmal nur Opfer des Krieges. So, jetzt haben wir auch mal ein bisschen Tageslicht. Finde ich sehr schön gerade. Was ist das da hinten eigentlich? Käfige und so. Ah, ich bin zu langsam im Schwert. Oh, da ist tatsächlich noch ein Item. Ohrfleischklops, okay. Hätte ich irgendwann liegen lassen können. Das da hinten scheint Käfige und so zu sein. Ja, da wird bestimmt noch irgendwas Wichtiges sein. Vielleicht einfach nur ein geiles Item oder so. Aber wir werden gucken. Oder ein Dungeon vielleicht. Wäre auch mal cool. Vielleicht mal wieder eine Höhle. Keine Katakomben oder sowas, sondern mal wieder eine Höhle. Wäre geil. Würde mich freuen. So, der ist nämlich aus Fleisch, dieser Typ. Und der ist halt... Oh. Lass mal heilen. Aber der kann sich nicht...
Fretzen. Was hat der da eigentlich für eine Maske auf? Ist das so eine Maske wie der... oh, der Typ hinter mir auch. In der Menge sind die doch mies, die Typen. Also, wird so ein bisschen gefährlich werden. Der sah so ein bisschen aus wie der Hornherold da oben. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Könnte auch einfach nur bandagiert sein. Ich weiß nicht mehr, Anastasia hatte, meine ich, schon das Gesicht frei. Also ich glaube, man konnte das Gesicht sehen. Also jetzt mal kurz die Chance nutzen. Ja, ich erkenne es leider nicht. Vielleicht bekommen wir den Helm noch. Können wir uns das besser angucken. Mal schön schleifen, aber nicht zuschlagen. Top. So. Okay, die sind wütend, der Mob. Okay, einmal Torrent rufen. Einmal hier aufs Dach steigen. Okay, also ich würde jetzt erstmal sagen, ich habe mich auf dieser Seite gut umgeschaut. Ich war jetzt nicht da ganz hinten. Das könnte man mir ankreiden. Da hinten ist irgendwie so eine Plattform. Hier liegen noch ein paar kleine Items. Das sind wahrscheinlich immer nur die Radarfrüchte. Die Radarfrüchte irgendwie was mit Radaren oder Radagonen oder so zu tun haben. Mit dem Namen. Was ist das hier für eine Plattform? Kann hier was beschwören, okay. Keine Ahnung. Da hinten ist eine Hütte. Ein Geist. Vielleicht ist da mal wieder ein Gemälde. Okay, gut. Also ich würde jetzt von mir aus sagen, ich bin hier durch. Was aber ein bisschen lala ist. Weil irgendwie habe ich jetzt hier keinen Boss gehabt. Irgendwie auch jetzt nicht das mega geile Item. Also wir haben bekommen ein Schlachtermesser und ganz viele Kleinkram. Und ja, okay, ein paar schwere gesprungene Töpfe, könnte man sagen, ist cool. Aber ich sag eher so, ja, was Geileres sein können. Aber gut, dann gehen wir jetzt einmal hier über die Brücke. Okay. Das, also kommt mir sehr bekannt vor. Irgendwie hatten wir das schon mal in dieser Welt. So Eisen, also so ein paar Käfige irgendwo rumliegen. Also das Erste, was mir einfällt, ist da, wo dieser Eisdungeon war, auf der Grabfeldebene. Das kann generell wohl ein Grabfeld eben gewesen sein. Da sind Skorpionen wieder unterwegs. Die hatten wir schon lange nicht mehr. Geil, geil. Skorpione finde ich cool. Aber keine Fliegenden hier an der Stelle, oder? Und ziemlich schwach. Obwohl, die waren ja generell auch nicht stark. Beim letzten Mal auch schon nicht. Finde ich aber so nice, dass die hier vorkommen. Ich finde es so geil. Oh, eine Höhle. Bitte, es ist eine Höhle. Ey, dann passt das ja doch so vom Feeling her, dass hier schon wieder so Käfige sind. Vielleicht ist das wieder so eine Kühlkammer für die ganzen Leichen. Ob das wirklich die Kühlkammer ist? Ich sag das jetzt so jokehaft, aber jetzt mal ernsthaft. Die werden in die Dinger gestopft. Alter, wie geil das aussieht. Holy shit. Guckt euch das an, wie tief das ist. Man sieht nicht mal die Baumkronen. Da unten, da sieht man so ein bisschen... Und von dann, von der Baumkrone aus, ist das ja nochmal richtig tief. Oh. What the fuck? Das ist ein riesiger Skorpion. Wo kommt der denn her? Okay. Oder ist der, sieht der nur so groß aus? Aber der sieht wirklich, also, der ist doch größer. Was krabbelt der hier so lang und wo habe ich den übersehen? Der kam von da hinten irgendwo. Widerlich, Alter, wenn er so richtig schnell rumkrabbelt. Echt eklig. Hatten wir schon mal so großen Skorpion? Bin mir nicht so ganz sicher. Also wir hatten definitiv Dinger, die fliegen konnten. Aber ich weiß nicht, ob wir schon mal einen größeren hatten. Gibt auch nur so ein
billige Radarfrucht. Wo kommst du jetzt von hier unten? Wahrscheinlich. Also irgendwo hier muss er gestanden haben, aber hier ist nichts. Ja, gut. Also ein Dungeon werde ich jetzt nicht mehr hinbekommen. Dann werden wir es vielleicht doch jetzt an der Stelle Schluss machen. Wo ist es einer? Dann machen wir den Dungeon hier beim nächsten Mal. Kerker von Bonnie. Geil. Okay, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!